Wir haben in unserer Presseerklärung als Expertenkommission getitelt Digitale Wüste in deutschen Amtsstuben. Der Titel ist als unzulässige Zuspitzung kritisiert worden. Wir stehen zu ihm. Leider ist Deutschland im internationalen Vergleich in diesem Bereich gar nicht gut aufgestellt. Die führenden Länder sind Südkorea, Estland, aber auch die skandinavischen Länder, wo viele Behördengänge, Verwaltungsvorgänge schon ganz natürlich durchgängig im Internet abgebildet werden können. Technisch ist das also längst möglich. Die Schnittstelle, die ich habe, ist der Computer bei mir zu Hause, der es mir erlaubt, mich zertifiziert einzuloggen bei Ämtern in bestimmten Datenbanken. Es gibt Serviceportale, die alle gängigen Dienstleistungen anbieten und bündeln. All das haben wir in Deutschland leider noch nicht. Es gibt einige Bundesländer, die hier bereits Dienstleistungen von recht hoher Qualität anbieten. Wenn es sich um bundeslandspezifische Dienstleistungen handelt, dann heißt das natürlich auch, dass wir irgendwo wieder fragmentiert sind in diesen Angeboten. Wir leiden in Deutschland sehr daran, dass der Föderalismus uns hier einen Streich spielt, dass die Zuständigkeiten verteilt sind und dass sich deshalb in der öffentlichen Hand, aber auch in der Bundespolitik bisher noch nicht die richtigen Koalitionen gebildet haben, um tatsächlich die technischen Möglichkeiten auch zu nutzen. Es scheint irgendwie niemand dafür zuständig zu sein. Sämtliche Behördengänge rund um das Automobil, um eine Anmeldung herum, um eine Registrierung am Einwohnermeldeamt und dergleichen sind im Prinzip durchgängig im Internet abbildbar. Im Bereich des BAföG leisten wir uns in Deutschland 3 oder 4 verschiedene Systeme, obwohl es eigentlich ein Bundesprogramm ist. Wir haben im Bereich des Elterngeldes auch ein vom Bund eingeführtes Programm, verschiedene Systeme. Es gibt leider nur wenige positive Beispiele in Deutschland, wie zum Beispiel die elektronische Steuererklärung. Vielleicht sollte man das auch sagen, das ist ein positiv zu würdigendes Beispiel, weil wir da auch anderen Ländern wieder voraus sind. Aber warum es in Deutschland beispielsweise noch nicht möglich ist, ein Unternehmen durch einen Verwaltungsvorgang im Internet zu gründen, wie in Großbritannien oder in Kanada oder in anderen Ländern, ist eigentlich unerfindlich. Der Klageruf der Expertenkommission bezüglich des E-Government hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, den Bürgern wird eine qualitativ hochwertige Dienstleistung vorenthalten. Warum sind viele Bundesbürger frustriert, wenn sie in Amtsstuben hineingehen müssen? Weil die Prozesse vielleicht langwierig sind, weil sie von einem Zimmer zum anderen gehen müssen mit ihrer Kfz, mit ihrer Kennzeichenanmeldung oder dergleichen mehr. All das lässt sich beschleunigen, das heißt, die Qualität der Dienstleistung wird besser. Der zweite Grund ist, wir könnten eigentlich mit solchen Prozessen das Verwaltungshandeln viel transparenter machen. Man bekommt sofort ein Ergebnis als Bürger. Das dritte ist, uns fehlen an der Stelle dann wichtige Impulse für die IT-Industrie, die diese Dienstleistung in die Amtsstuben hineinbringt. All das führt dann dazu, dass wir natürlich auch unsere eigene IT-Industrie, die hier Angebote machen könnte, nicht mit der Nachfrage ausstatten, die sie eigentlich hätte haben können. Also wir machen eine ganze Reihe von Vorschlägen. Ein Vorschlag bezieht sich darauf, sogenannte offene Datenportale einzurichten der öffentlichen Hand, um die Daten, die dort anfallen, auch für weitere Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Das hat sich in vielen Ländern bewährt. Wir plädieren dafür, klarere Zuständigkeiten zu schaffen für die Erstellung von E-Government-Dienstleistungen. Und wir plädieren darüber hinaus für eine Koordinationsstelle im Bundeskanzleramt, um die festsitzenden Prozesse, die auf mehrere Ressorts verteilt sind, wieder zum Laufen zu bringen.